Also Veränderungswünsche haben, glaube ich, in der jetzigen Jahreszeit Hochkonjunktur. Und deswegen freut es mich auch, dass so viele von euch da sind und ihr euch ja anscheinend dafür interessiert, wie kann ich jetzt diesem Thema begegnen? Also bei dem entweder Thema Gewohnheiten abzubauen oder neue Gewohnheiten aufzubauen. Und wir werden uns auch insbesondere mit Hindernissen beschäftigen. Das scheint in der Forschung sehr klar zu sein, dass die Beschäftigung mit den Hindernissen sehr hilfreich sein kann, um Gewohnheiten wirklich nachhaltig zu verändern. Wir werden zwei Punkte adressieren während des Vortrages. Also erstmal werde ich euch eine kleine Einführung geben mit einer Definition, euch ein paar Reflexionsfragen auch stellen. Und wir werden uns damit beschäftigen, wie sind Gewohnheiten eigentlich in unserem Gehirn verdrahtet? Ja? Und das Zweite ist, wir werden eine Methode der Veränderung von Gewohnheiten am Beispiel von WOOP, was das genau ist, werde ich euch später erklären, mal durchmachen. Wir machen vorher auch ein bisschen Reflexionsfragen, die ich euch stelle. Insofern wäre das ganz günstig, wenn ihr ein Papier und einen Stift parat habt und ja, dass wir da so ein bisschen reflektieren können zwischendurch. Und damit würde ich auch gleich schon starten. Ich würde euch mal bitten, einen Moment, muss mal eben gucken, komme ich jetzt hier weiter? Ja. Ein Blatt zu nehmen. Und auf dem Blatt in die Mitte Gewohnheiten draufschreiben. Ja? Und wenn ihr da Gewohnheiten drauf geschrieben habt, dann mal zu schauen, was fallen euch eigentlich für alternative Begriffe ein zu dem Wort Gewohnheit? Dann vielleicht auch Sprüche. Vielleicht kennst du Sprüche zu Gewohnheiten. Oder was verbindet mich eigentlich mit dem heutigen Thema? Gewohnheiten. Warum habe ich mich hier angemeldet? Was ist eigentlich mein Interesse oder vielleicht auch meine Erfahrung? Darüber werden wir uns auch noch austauschen. Ja, und versucht es mal, schreibt mal Gewohnheiten auf ein Blatt und dann guck mal, was für Worte auftauchen. Da tauschen wir uns gleich aus. So 3 Minuten mal Zeit, dich so ein bisschen darauf einzulassen. Einfach frei assoziieren. Was tauchen da für Worte auf? Definition laut Duden ist durch häufige und stete Wiederholung selbstverständlich gewordene Handlung, Haltung und Eigenheit. Ja, es geht nicht nur um motorische Handlungen, das ist das, was wir sehr häufig damit assoziieren. Es geht auch um Einstellungen, um emotionale Reaktionsmuster, die können auch gewohnheitsmäßig auftauchen. Und etwas oft nur noch mechanisch, das ist das, was Edith gerade auch nochmal so betont hat, etwas, was nur noch mechanisch oder unbewusst ausgeführt wird. Ja? Und ihr habt jetzt auch schon sowas genannt, wie es gibt so beliebte oder gute alte Gewohnheiten, es gibt aber auch unliebsame, wir sagen manchmal schlechte Gewohnheiten. Ich bewerte das immer nicht so ganz gerne als schlecht, aber sagen wir mal, es sind Gewohnheiten, die maladaptiv sind oder nicht hilfreich. Langfristig gesehen, kurzfristig sind die manchmal ganz hilfreich, ja. Und ja, es geht darum, Gewohnheiten zu ändern oder beizubehalten. Und zum Beispiel geht es auch manchmal darum, etwas entgegen deiner Gewohnheit zu tun, uns gegen Gewohnheiten zu entscheiden. Darum geht es natürlich besonders, wenn wir in Veränderungsprozessen uns befinden. Und etwas kann uns auch zu einer ganz festen Gewohnheit werden. Und ihr kennt ja alle diesen Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Das werden wir heute auch erfahren. Das ist tatsächlich so, dass der Mensch sehr, sehr gerne sich mit Gewohnheiten beschäftigt und sich damit verbindet. Ich würde ganz gerne euch noch ein paar Fragen stellen, auch noch mal so zum Reflektieren. Und zwar sind das so 4 Fragen. Die erste Frage, da könnt ihr euch auch vielleicht ein paar Notizen machen. Gibt es aktuell Gewohnheiten, die du abbauen möchtest oder neue Gewohnheiten, die du gerne aufbauen würdest? Und wenn ja, welche sind das? Also möchtest du Gewohnheiten aufbauen oder abbauen? Und wenn ja, was?
Und die nächste Frage ist, welche Erfahrung hast du mit dem Thema Gewohnheiten verändern? Was ist deine Geschichte mit dem Thema Gewohnheiten verändern? Leicht, schwer, gelingt, gelingt nicht, mal so, keine Ahnung. Welche Erfahrung würdest du sagen, hast du gemacht mit deinen Neujahrsvorsätzen, so gesehen? Und die nächste Frage, was sind denn Vorteile von Gewohnheiten aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? Gewohnheiten haben nämlich auch Vorteile. Und sie sind für unsere Spezies als Mensch sehr funktional. Dazu ist zu sagen, dass unser Gehirn darauf ausgerichtet ist, dass wir überleben. Ja, also glücklich sein ist in dem Gehirn eigentlich nicht unbedingt Thema. Zufrieden sein ist da auch nicht das erste Thema. Das wichtigste Thema ist erstmal unser Überleben und unseren Schutz zu gewährleisten. Und der Vorteil ist an Gewohnheiten, dass sie uns das Leben tatsächlich erleichtern. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir würden jeden Morgen neu überlegen, was wir anziehen und wie wir uns waschen oder wie wir oder ob wir jemand begrüßen. Das wäre sehr, sehr anstrengend. Das Gehirn spart also auf diese Weise Energie. Und das macht das Gehirn jetzt nicht, weil das so unheimlich nett ist und uns das Leben erleichtern will, sondern weil diese Energie benötigt wird, um in Stresssituationen blitzschnell entscheiden und reagieren zu können und Risiken zu minimieren. Eine von euch hatte ja gerade auch noch mal, das war glaube ich Selina, angesprochen, diese Negativitätstendenz. Das ist eigentlich auch eine starke Gewohnheit unseres Gehirns, dass wir Dinge eher negativ sehen. Manche verurteilen sich auch dafür, aber das ist auch ein Schutzmechanismus. Wenn ich da mal ganz kurz drauf eingehen kann, das kennen auch einige von euch. Wenn wir abends von der Arbeit vielleicht auf dem Sofa sitzen, wir wollen uns entspannen, was machen wir dann mental? Wir fangen an, nachzudenken. Und wir denken immer in bestimmte Richtungen, in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Das kennen die viele von euch, ne, den sogenannten Wandergeist, der begegnet uns ja auch in der Meditation sehr häufig. Und das ist eine starke Gewohnheit unseres Gehirns. Sobald wir zur Ruhe kommen, können wir uns vorstellen, wie so ein Christophorus-Hubschrauber, der aufsteigt, der guckt, wo sind Probleme? Wo sind Dinge, die zu lösen sind? Und dafür ist es wichtig, dass wir uns dafür nicht verurteilen, sondern vielleicht auch sagen können, ey, danke, mein Gehirn schützt mich. Manchmal übertreibt das Gehirn es halt etwas damit, ja. Und bei den Gewohnheiten, um darauf nochmal zurückzukommen, ist es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir das nehmen mal mit dem Autofahren, vielleicht viele von euch haben einen Führerschein, wenn wir das lernen, sitzt neben uns in der Regel eine Fahrlehrerin und das mit Grund, weil die kann nämlich eingreifen, wenn wir, während wir fahren, einen Fehler machen. Wenn wir fahren lernen, sind wir ja extrem beschäftigt damit, wie das alles funktioniert. In dem Moment ist unser sogenannter präfrontaler Kortex, also der Bereich hinter der Stirn, extrem aktiviert, weil wir gerade mehrere Dinge gleichzeitig tun müssen. Und das begrenzt unsere Kapazität. Das bedeutet, dass ich vielleicht nicht sehe, dass rechts da ein Kind langläuft, was vielleicht gleich auf die Straße laufen könnte. Oder ich erkenne nicht, dass der Radfahrer vor mir schlingert und vielleicht gleich in die Schiene reinfährt und da könnte ein Unfall drohen. Das heißt also, ich bin noch sehr beschäftigt mit der Ausübung der einzelnen Elemente der Bewegung und der Aufmerksamkeitslenkung. So, und wenn ich dann aber in der Lage bin, später diese Vorgänge automatisiert zu machen, wie ihr das vorhin schon gesagt habt in der Definition. Ich kann dann automatisiert Auto fahren, ich muss nicht mehr nachdenken. Es passiert einfach von selber. Dann habe ich sozusagen meinen Kopf frei und meine Aufmerksamkeit, um blitzschnell
auf Risiken zu reagieren, auf Gefahrensituationen, ja? Das heißt also, der Vorteil von der Gewohnheitsausbildung ist, dass wenn eine Gewohnheit einmal etabliert ist, dann läuft sie automatisiert, sie kostet mich keine Aufmerksamkeit, ich kann Neues lernen, das ist auch ein wichtiger Punkt, und ich kann mich aber auch schützen, kann sozusagen wachsam sein für das, was auf mich zukommt. Ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und aus diesem Grund, weil eben das Lernen von Gewohnheiten uns das Leben einerseits erleichtert und uns befähigt, weiter zu lernen und uns auch Schutz gibt, ist unser Gehirn von Geburt an darauf ausgelegt, Strukturen zu erkennen und Gewohnheiten auszubilden. Und diese Gewohnheiten, die wir als Kinder, Babys, da fängt es ja schon an, entwickeln, Babys fangen erstmal an, auch motorische Muster zu bilden. Ne? Das ist etwas, was die ersten Dinge sind, die wir lernen, motorische Abläufe. Und diese Abläufe werden dann in den Tiefen unseres Gehirns, in den sogenannten Basalganglien, gespeichert. Und dazu kann ich euch so ein ganz grobes Bild vielleicht mal zeigen vom Gehirn, ohne dass wir jetzt hier ein medizinisches Fachseminar haben. Einen Moment. Machen wir mal hier den Bildschirm teilen, dass ihr einmal gesehen habt, wo befindet sich das eigentlich? Ich hatte vorhin von dem präfrontalen Kortex gesprochen, also das ist dieser vordere Bereich und dieses Violette hier, das ist der Bereich, wo die Basalganglien sich befinden. Ist also wirklich sehr nah, auch im Bereich des Kleinhirns, gehört auch zum alten Gehirn, also was evolutionsbiologisch sehr früh schon vorhanden war in unserer Menschheitsentwicklung und natürlich auch bei Tieren, also wir sind ja so gesehen auch Tiere, also zu finden sind, ja? Und dort haben wir diese Basalganglien und die sind wirklich dafür verantwortlich, dass diese Prozesse automatisiert ablaufen. Das Problem, wenn die Dinge, also das Problem ist, wenn wir unsere Gewohnheiten in den Basalganglien abgespeichert haben, dann ist das dem Bewusstsein oder dem Willen schwer zugänglich. Das ist eben das, wo ihr vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht habt, ah, mit dem Veränderung von Gewohnheiten ist ganz schön anstrengend, kann anstrengend sein, weil das manchmal so blitzschnell abläuft, dass wir kaum einen Fuß in die Tür bekommen oder erst im Nachhinein dann denken, ah Mist, schon wieder passiert, ja, schon wieder in die Falle getappt, so ungefähr. Das heißt, diese Abläufe in den Basalganglien laufen sehr automatisiert, sehr schnell und unser Wille kann dann nur, also mit viel Aufwand, mit viel Gehirnschmalz aus dem Präfrontalkortex eingreifen. Und das macht es uns so schwer, Gewohnheiten zu verändern. Wenn wir also Gewohnheiten verändern wollen, müssen wir jetzt nochmal verstehen, wie wir uns Gewohnheiten aneignen. Habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, also dass wir die abspeichern in den Basalganglien. Und das passiert vor allen Dingen in den ersten 10 Lebensjahren. Eigentlich bis zu dem Zeitpunkt vor der Pubertät. In dieser Zeit sind wir besonders offen dafür, Gewohnheiten zu lernen und speichern sehr viele Gewohnheiten in unseren Basalganglien ab. Also nicht nur motorische Gewohnheiten, sondern Haltungen, Einstellungen, Umgang mit Emotionen, Umgang mit Nahrung und, und. Das macht deutlich, dass frühkindliche Lernprozesse, die über die Bezugsperson und auch die Kultur, in der wir leben, vermittelt werden, sehr prägend sind. Also diese ersten 10 Jahre sind da sehr prägend. Und mir ist manchmal ein bisschen schwummerig, wenn ich sehe, wie Kinder in den ersten 10 Jahren teilweise welche Gewohnheiten die aufbauen oder nicht aufbauen. Jetzt hatten wir ja vorhin diesen Spruch, ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Da würde ich sagen, ja, okay, das stimmt nicht so ganz. Es ist noch umlernbar, aber es braucht ziemlich viel Kraft und Energie.
Also insofern macht es schon Sinn zu schauen, welche Gewohnheiten bringen wir sozusagen unseren Kindern bei oder welche Gewohnheiten unterstützen wir, fördern wir. Und in den ersten 10 Jahren, wie gesagt, sind die Kinder besonders offen, das Gehirn ist besonders plastisch und es lernt auch sehr schnell und es lernt leider auch sehr schlechte Gewohnheiten sehr schnell. An diesem Spruch, den wir da gerade gesagt haben mit Hänschen und Hans, da ist also so ein Körnchen Wahrheit dran. Wir wissen, dass unser Gehirn lebenslang lernen kann. Allerdings sind die Gewohnheiten, die wir in der Kindheit ausbilden oder eben nicht ausbilden, sehr, ja, wie sagen wir, veränderungsresistent. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel oder sage euch mal ein Beispiel aus meiner Arbeitspraxis, wo man das sehr häufig sieht, inwiefern sich früh ausgebildete Gewohnheiten in der Kindheit sehr schlimm auch auswirken können. Also ich hatte hab einen Klienten, der ist sehr schwer alkoholabhängig und auch depressiv sehr schwer. Und der wurde als Kind sehr viel alleine gelassen und bekam von seinen Eltern aber schon als sehr kleiner Junge Geld fürs Kino. Und das ist was, was er gerne gemacht hat. Die Eltern waren froh, der Junge ist weg. Und dann ist er ins Kino gegangen und hat sich an der Kasse immer Pralinen gekauft. Und er hat mir dann erzählt, dass er sich immer gewundert hat über das schöne warme Gefühl im Bauch und die angenehme Entspannung. Irgendwann später ist ihm dann bewusst geworden, dass das Schnapspralinen waren. Das heißt, er hat also als Kind jedes Mal, wenn der ins Kino gegangen ist, hat er sich da an der Kasse Pralinen gekauft. Und es waren jetzt keine normalen Pralinen, das war jetzt auch nicht 1990, sondern der ist schon ein bisschen älter. Das waren also Schnapspralinen. Und er hatte ein wunderbares, schönes, warmes Gefühl im Bauch. Er hatte eine ganz entspannte Stimmung. Er hat da den Kinofilm geguckt und hat dann einfach, ja, das richtig genossen. Und jetzt braucht man natürlich auch keine Psychologin zu sein, um sich vorzustellen, was daraus geworden ist. Ja, also er hat in der also sehr früh eine Alkoholabhängigkeit entwickelt und es gab bestimmte Auslösereize. Also abends einen Film schauen, Kinobesuche sowieso, Einsamkeitsgefühle, Pralinen sehen, Alkohol riechen. Und diese Auslösereize, die mit der ursprünglichen Situation, die angenehm war, und zu einer Gewohnheit wurde, immer Kino, immer wenn Kino, dann diese Pralinen, entwickelte sich also blitzschnell die Gewohnheit auf die Auslösereize mit Alkohol trinken bzw. Schmacht nach Alkohol zu reagieren. Das war also sehr stark verbunden. Besonders schwierig ist es, wenn wir Gewohnheiten in den Basalganglien haben, die mit intensiven, positiven Gefühlen auch verbunden sind. Ja, und wir können auch sehen, dass nicht nur der Auslösereiz hier ein Thema ist, sondern auch das Bedürfnis, was gestillt wurde von diesem Kind, nämlich nach Geborgenheit, versorgt werden. Und das müssen wir auch immer noch beachten. Ja, da geht es auch um Bedürfnisse, um tiefliegende Bedürfnisse, die da befriedigt werden, wenn wir bestimmte Dinge durchführen und wenn sie dann zu Gewohnheiten werden, treffen wir in der Gewohnheit auch immer auf dieses Bedürfnis, auf dieses unbefriedigte Bedürfnis. Das heißt, wir erleben also bei der Ausführung einer Handlung häufig auch eine Belohnung, zumindest kurzfristig. Und dann wiederholen wir das immer wieder. Also wenn die Schokolade, es muss ja jetzt keine Schnapspraline sein, reicht ja schon Schokolade, oder das Liegen auf dem Sofa führt zu einer Spannungsreduktion. Ja, oder wir haben Erfolg. Das ist auch etwas, was kurzfristig dazu führt, dass wir ein Verhalten immer wieder zeigen. Immer wieder zeigen wir dieses Verhalten und dann entwickelt sich eine hilfreiche oder nicht so hilfreiche Gewohnheit. Wenn wir jetzt einmal gelernte Gewohnheiten ablegen wollen, haben wir ja schon gehört, ist das sehr schwer, da die Basalganglien diesem bewussten Willen schwer zugänglich sind. Wenn die Gewohnheit abläuft, ist es wirklich herausfordernd einzugreifen. Das kennen vielleicht einige von euch.
Es gibt sowas wie Night-Eating-Syndrom. Ja, man geht zum Kühlschrank, sowieso ferngesteuert beschreiben das manche Leute. Ich gehe ferngesteuert zum Kühlschrank, ich mache die Tür auf und dann fange ich an zu essen in der Nacht oder am Abend. Und das sind so, ja, wird erlebt wie ferngesteuert, automatisiert. Ne, da ist dann wieder der Abend, man ist alleine, Bedürfnis nach Geborgenheit, hat man vielleicht irgendwann früher mal gelernt, ist mit Essen verknüpft. Also komme ich sehr schnell in dieses Verhaltensmuster. Und dieser willentliche Eingriff, der ist wirklich sehr schwer. Man sagt manchmal, ja, die Leute sind nur willensschwach. Das ist ein bisschen unfair. Das stimmt nicht. Also, wenn Gewohnheiten so stark mit diesen Kindheitsgeschichten verbunden sind, dann ist das schon ein bisschen herausfordernd. So, was können wir jetzt tun? Und wie machen wir das jetzt, ne? Und wenn wir uns auf den Weg machen wollen, Gewohnheiten zu etablieren oder abzubauen, brauchen wir unseren Frontalkortex, den Bereich im Gehirn, der auch für bewusstes Handeln zuständig ist. Und jetzt würde ich euch mal kurz zu einer Mini-Übung einladen, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Also setzt euch mal hin und macht mal die Hände auf eure, so beide Hände so auf die Oberschenkel. Sitzt da ganz bequem. Und dann verschränkt jetzt mal eure Arme. So, dann sitzt mal so da mit deinen verschränkten Armen. Hast jetzt gemacht. Einfach mal so wahrnehmen. Okay, Arme verschränkt. Wie sich's anfühlt. Kurz mal wahrnehmen. Dann legst du nochmal die Hände auf den Schoß. Und jetzt verschränkst du bitte die Arme mal genau umgekehrt. Nicht so wie üblich, sondern andersrum. Guck mal, wie das ist. Nicht schummeln, ja? Ich kann ja nicht kontrollieren. Also, guckt mal. Habt das hingekriegt? Ihr seid gut. Es gibt ja so motorische Cracks, die kriegen das sehr schnell hin. Gibt es auch jemand, der vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hatte? Ja? Ja, okay, dann seid ihr alle schon sehr gut. Ich fand das nicht so leicht. Und wenn ihr jetzt mal da sitzen bleibt mit den Armen, nicht in der üblichen Weise, sondern in der anderen, umgekehrten Weise, dann sitzt mal da und spür mal da rein, wie sich das anfühlt. Und dann sammeln wir mal kurz. Wie war deine Erfahrung mit der Übung und was hast du gemerkt in diesem kurzen Reinspüren in diese andere, andersrum Verschränkung der Arme? Was ist dir da aufgefallen? Ihr merkt aber auch, also bei mir ist das dann immer so wie so Gehirnwindung, dass ich das Ja, Gefühl habe, so, ich super. muss jetzt irgendwie das umgekehrt denken. Und so ist es eben auch, wenn wir Gewohnheiten verändern. Wir sehen schon bei so kleinen motorischen Mustern, wie das eine kleine Herausforderung sein kann. Und Linda hat auch gesagt, wie sehr wir dann dazu tendieren, ins Alte zurückzuwollen. Es gibt ein bisschen verschiedene Typen bei Menschen. Es gibt sogenannte Sensation Seeker, also solche, die immer gerne Aufregung suchen. Die sind ganz wild auf diese ganz neuen Erfahrungen, ne? Und dann gibt es die, die eher sagen, oh nee, nee, ich will lieber immer alles beim Alten haben. Da könnt ihr bei euch selber auch mal gucken, was seid ihr vielleicht so typmäßig, ne? Bin ich jetzt eher jemand, der sagt, ja, ich will das immer anders haben, neu haben und so und so eine Haltung, so eine Haltung, ah cool, ganz frisch und so. Und dann andere, die sagen, nee, ich will es eigentlich immer so haben. Ich will das gar nicht anders haben. Also das ist auch nochmal so ein bisschen eine persönliche Voreinstellung. Aber wir können an diesem kleinen Beispiel schon sehen, aha, ne, das ist schon, ja, das ist so eine Gewohnheit, so zu sitzen und was das ausmacht, wenn wir es anders machen. Wir können auf jeden Fall feststellen, dass je älter wir werden, es umso wichtiger ist, unser Gehirn auf diese Weise herauszufordern, weil es dadurch sich bewegen muss und aus gewohnten Mustern so ein bisschen heraustreten darf. Das ist erstmal nochmal wichtig, sich bewusst zu werden, was wir ja jetzt schon kennengelernt haben. Wir brauchen also Konzentration, Bewusstsein und eben auch Kraft.
Ja, also neben dem, dass das auch schön sein kann, was Neues auszuprobieren, müssen wir uns nichts vormachen. Dafür brauchen wir wirklich auch ja, Kraft und Energie. Wenn wir alte Gewohnheiten loswerden wollen, dann machen wir das am besten, indem wir sie durch neue überlagern. Alte Gewohnheiten wird man nämlich nicht los. Die sind irgendwie gespeichert, vor allen Dingen, wenn die so in der Kindheit gespeichert wurden. Aber wir können sie durch neue Gewohnheiten überlagern. Und wenn wir ganz neue Gewohnheiten aufbauen wollen, dann ist das nötig, das ganz konsequent über einen längeren Zeitraum zu tun. Da ist immer so eine Maßgabe 100 Tage Minimum täglich. Ganz zentral ist ja hier die Achtsamkeitspraxis, ist ja auch schon mal gefallen. Die hilft uns einerseits, nämlich unsere Gewohnheitsmuster zu erkennen und auch uns zurückzumelden, hey, du bist gerade wieder in deinem Gewohnheitsmuster. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Du kannst dich anders entscheiden. Also die gibt uns die Fähigkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich würde euch so ein paar, bevor wir zur Motivation und Selbstkritik kommen, nochmal so ein paar Reflexionsfragen geben, die euch vielleicht helfen können, wenn ihr in euch beschäftigt mit Veränderungsprozessen. Ich zeige euch dazu noch eine Folie. Es sind so 8 Schritte. So. Das sind jetzt so diese 8 Schritte der Veränderung. Die lohnen sich da schon mal immer ein bisschen genauer hinzuschauen und ich gebe euch da ein paar Fragen. Wir können den Prozess nicht ganz durchmachen, weil der auch dann in den Alltag transferiert werden muss. Aber erster Schritt ist, ich gehe das mal kurz durch und dann mache ich diese Fragen dazu. Gewohnheiten erkennen und benennen. Wie schon zum dritten Mal jetzt gesagt, Achtsamkeitspraxis lässt grüßen, hilft uns total. Gewohnheiten erkennen und benennen. Und da geht es wirklich auch um so kleine, ungute Gewohnheiten, die man manchmal gar nicht mehr wahrnimmt, wie zum Beispiel die Körperhaltung. Dann die Auslöser identifizieren. Ja, vielleicht nochmal zu Punkt 1. Ich hatte als junge Psychologin, hatte ich sehr starke Rückenschmerzen. Dann bin ich mal ins Fitnessstudio gegangen, hatte mein Arzt gesagt, geh mal ins Fitnessstudio. Und dann hatte man da so ein Check-in von einer Trainerin. Die Trainerin hat gesagt, mein Gott, du hast ja wahnsinnige Bauchmuskeln, was machst du denn? Da sage ich, ja, ich mache gar nichts, mache gar keinen Sport. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Einzelgesprächen saß mit meinen Klientinnen, meine Bauchmuskulatur hammermäßig angespannt hatte. Darüber haben sich auch die Rückenschmerzen ergeben. Das heißt, ich hatte chronisch angespannte Bauchmuskulatur, wenn ich im Arbeitssetting war, ne? Das hat mich dann auch ziemlich lange Zeit gekostet, aus diesem Gewohnheitsmuster rauszukommen. Also ganz wichtig, auch diese körperlichen Gewohnheitsmuster zu erkennen und benennen. Dann die Auslöser. Wann passiert das? Bei mir ist es immer passiert. Patientin sitzt mir gegenüber. Bäm, habe ich sofort die Bauchmuskulatur gehabt, ja? Weil ich wahrscheinlich Angst hatte am Anfang, als ich gearbeitet habe, war ich sehr unsicher und so. Dann Auslöser im Alltag wahrnehmen. Also am Anfang müssen wir noch gar nichts verändern, sondern es geht erstmal darum, deine Risikosituation wahrzunehmen. Was, wo sind die Auslöser im Alltag? Immer dann, wenn passiert das. Ne, da also, das ist das, was ihr im Alltag erstmal macht. Ups. Und dann als viertes wäre dann Belohnung, Verlangen und Bedürfnis herausfinden. Was ist eigentlich die Belohnung? Was verlange ich eigentlich? Was ist mein Verlangen? Was ist mein Bedürfnis? Da stelle ich euch gleich ein paar Fragen. Dann die neue Gewohnheit finden. Welche neue Gewohnheit möchte ich aufbauen? Und dann das große Fragezeichen, Entscheidung für einen neuen Weg. Wirklich? Warum möchte ich diesen neuen Weg gehen? Ist das mit meinen eigenen Werten verbunden? Oder bin ich in der Selbstoptimierungsfalle? Dann sollte ich mich vielleicht gegen Veränderungen entscheiden. Ne, manchmal haben wir so dieses, ich muss was verändern, weil ich immer besser werden will oder muss. Und das wäre so, das funktioniert meistens auch eh nicht. Also da spielen uns unsere Gewohnheiten dann eh einen Streich und sagen, nee, geht einfach nicht. So, und dann bereite dich vor, da sage ich gleich was und gib dir Zeit. Ich gebe euch mal ein paar Reflexionsfragen, dass ihr da vielleicht auch noch ein bisschen dran weiterarbeiten könnt. Ja, nehmt euch noch mal einen Stift zur Hand.
Blatt Papier. Dann gehen wir diese Schritte nur teilweise durch, weil manche muss man im Alltag machen. Und im ersten Schritt versuch mal die Gewohnheit zu benennen, die du verändern möchtest oder die du aufbauen möchtest oder abbauen möchtest. Vielleicht möchtest du weniger Schokolade essen oder mehr Schokolade essen oder pünktlich sein oder du möchtest auch mal unpünktlich sein, weil du immer so zwanghaft pünktlich bist. Ne? Oder du möchtest auf dem Sofa vor dem Fernseher immer einschlafen. Das möchtest du verändern. Du möchtest mehr meditieren, weniger meditieren. Also ich war eine, die musste weniger meditieren. So viel meditiert. Ne? Überleg mal, was für eine Gewohnheit möchtest du benennen? Und dann könnt ihr mal überlegen, was passiert eigentlich unmittelbar, bevor diese Gewohnheit einsetzt? Was ist das für eine Situation? Welche Situation und was passiert unmittelbar davor? Das können auch Gedanken sein. Das können situative Elemente sein. Das können Emotionen sein. Was passiert, bevor die Gewohnheit, die du nicht mehr haben möchtest, auftaucht? Schau da ruhig mal genauer hin. Was passiert da? Bist du alleine oder hängt das mit Menschen zusammen? Was ist der Auslöser? Der Schokolade zum Beispiel, wenn ich alleine bin, mich nach Geborgenheit sehne oder so, oder vor dem Fernseher einschlafen, ich will noch nicht, dass der Tag zu Ende ist. Und der dritte Punkt, den kann man nur im Alltag üben. Das wäre sowas wie Auslöser wahrnehmen, also Risikosituationen vorwegnehmen. Das heißt, da beobachtet man erstmal im Alltag ganz genau, wo tauchen diese, was sind die Auslösesituationen genau, wo sind diese Risikosituationen, wo dieses Verhalten, diese Gewohnheit vielleicht auftaucht. Also mal als Beispiel, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal gefastet, aber viele waren vielleicht auch schon in einem Retreat mal. Also ich habe zum Beispiel beim Fasten festgestellt, es gibt so Situationen, gab es dann, dass ich dachte, boah, wenn ich jetzt essen könnte, dann würde ich jetzt essen, aber nicht, weil ich Hunger habe, sondern weil gerade irgendwie so ein emotionales Thema aufgetaucht ist, ja. Und ich dachte, das wäre jetzt genau der Moment, in dem ich essen würde. Das ist mir im Fasten erst bewusst geworden oder im Retreat dann auch wieder, weil man da ja auch mit dem Essen manchmal so zu tun hat. Und da finde ich, war es ganz wichtig für mich zu erkennen, ah, guck mal, das ist genau jetzt so ein Moment, wo du so merkst, so ein Craving, nennen wir das, also so ein Suchtdruck, so ein, oh, jetzt könnte das passieren, ja? Und wie hart das dann ist, das nicht zu tun, ne? Das war dann auch sehr spürbar. Okay, das könnt ihr mal zu Hause genau beobachten, was sind so Auslösesituationen. Und dann das, der vierte Punkt ist, dass ich euch mal was frage, was bekomme ich, wenn ich die Gewohnheit ausführe? Man könnte auch fragen, was würde ich vermissen, wenn ich mich nicht mehr so wie gewohnt verhalte? Was fehlt mir dann? Also was bekomme ich, wenn ich die Gewohnheit ausführe? Es kann jetzt eine gute Gewohnheit sein, es kann aber auch die ungute Gewohnheit sein. Da könnt ihr beide Richtungen nehmen.
Und was würde ich vermissen, wenn ich die Gewohnheit nicht mehr ausführe? Wenn ich die Schokolade nicht mehr esse. Was passiert dann? Dann sitze ich da mit meiner Einsamkeit vielleicht, ne? Das kommt dann. Was vermisse ich dann? Die Geborgenheit vielleicht, ne? Oder sowas in der Art. Und schau mal, was es bei dir sein könnte. Da tauchen dann oft Bedürfnisse auf. Und dann geht es auch in dem nächsten Schritt darum, neue Gewohnheiten finden. Frage dich mal, wie kann ich das Bedürfnis anders stillen? Also wie könnte ich das Bedürfnis noch stillen? Wie gehen andere mit diesem Bedürfnis um? Bei unserem Beispiel Bedürfnis nach Geborgenheit. Wie könnte ich das noch stillen? Kuschelige Wolldecke, toller Tee, schöne Teetasse, Teekanne, Stöfchen, Kerzen, mit einer Freundin telefonieren. Könnte ich das Bedürfnis nach Geborgenheit, Verbundenheit, Selbstfürsorge auch befriedigen? Fühlt sich ungewohnt an am Anfang. Ja, und der siebte Schritt ist, sich vorzubereiten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das kann man eher zu Hause machen, also sich wirklich genau zu überlegen. Zu diesem genau Überlegen kommen wir in der nächsten Übung. Und der letzte Punkt ist die Einladung, sich wirklich Zeit zu geben. Das ist der Punkt 8. Also gib dir wirklich Zeit. Wir brauchen viele, viele, viele Durchläufe, damit sich neue Gewohnheiten aufbauen. Das ist nichts, was wir schnell lernen können. Und hier kommt auch das Thema nochmal mit dem Selbstmitgefühl. Wir brauchen viel Güte, Weisheit und Mitgefühl auf diesem Weg der Veränderung, weil wir ja schon gehört haben, es wird nicht so leicht, es wird sich am Anfang auch nicht so gut anfühlen, so wie wir das bei diesen Händen hatten. Dieses Thema, es fühlt sich nicht so richtig gut an, es andersrum zu machen. So wird sich die Wolldecke und der Tee und das Stöfchen am Anfang, naja, ist ein Ersatz, ne? Ist eine andere Verhaltensweise, aber so richtig wie Schokolade geht das nicht rein. Und das fühlt sich dann erstmal noch ein bisschen, vielleicht auch manchmal ein bisschen enttäuschend an, zum Beispiel. Aber wenn wir dabei bleiben, können wir das durchaus dann mit der Zeit auch lernen, damit Zufriedenheit und vielleicht dann auch wirklich zu erkennen, hey, das ist ja das, was mir wirklich gut tut, was ich wirklich brauche. Ne? Und das kann dann sehr hilfreich sein oder befriedigend. Ja, das war jetzt erstmal so eine kleine Reflexion, die paar Fragen so zum Nachdenken. Und in unserem letzten Schritt wollen wir uns jetzt noch mit der Motivation beschäftigen. Den Punkt hatten wir ja vorhin auch schon ein paar Mal gehört. Motivation und Veränderung sind zwei Dinge, die sehr eng miteinander einhergehen. Und Selbstkritik scheint in unserem Kulturkreis eine sehr beliebte Motivationsstrategie zu sein. Das heißt, vielen Menschen ist das sehr vertraut, sich über harsche Selbstkritik voranzutreiben.
Ich rede jetzt nicht von gesunder Selbstreflexion, das ist schon ein Unterschied. Also das ist sehr herzlich willkommen, gesunde Selbstreflexion, wenn wir nachdenken über kurzfristige und langfristige Konsequenzen unserer Gewohnheiten, das ist sehr sinnvoll. Aber sobald wir anfangen, uns zu beschimpfen, ist das demotivierend. Wir müssen uns ja nur mal vorstellen, wie wir Kinder motivieren würden. Also stellen wir uns vor, ein Kind kommt aus der Schule, hat vielleicht eine Note XY, eine 3 oder so und ist dann vielleicht ganz verzweifelt und wir würden jetzt als Eltern sagen, ja, war ja klar, dass du das nicht schaffst und du kannst eigentlich deinen Schulabschluss an Nagel hängen. Du landest sowieso in der Gosse, habe ich schon immer gewusst, dass du ein bisschen minderbegabt bist. Du bist ja auch ein Mädchen. So, ne? Also wäre jetzt nicht das, wie wir jemand wirklich motivieren. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die dann Trotz entwickeln und dann gerade jetzt erst recht. Aber die Mehrheit der kleinen Menschen würden darauf demotiviert reagieren und nicht mehr an sich glauben und vielleicht aufgeben. Und hier kommt dann auch die selbstmitfühlende oder beziehungsweise mitfühlende Haltung ins Spiel, wenn ich als Bezugsperson das Kind ermutige und sage, ja, okay, ja, wie zufrieden bist du denn mit der Note? Das Kind wird sagen, ja, eigentlich okay. Sag ich, ja, schön. Und wenn das Kind jetzt sagen würde, nee, ja, ich hätte gerne eine 2 gehabt, ja, in Ordnung. Was wäre denn dafür zu tun? Was wollen wir denn das nächste Mal beachten? Gibt es da irgendwas? Also man würde einen Plan entwickeln und mit Mitgefühl das Kind vielleicht auch auffangen, wenn es traurig ist und sagen, hey, es gibt auch noch andere Sachen und wir schauen mal und so weiter. Also da kann man einfach freundlich sein. Und das auf uns selbst anzuwenden, im Falle von Scheitern, wenn wir Gewohnheiten verändern, also auf dem Weg sind der Veränderung, ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst werden wir die Kontinuität dieses Prozesses nicht durchhalten. Jetzt, das ist der eine Punkt zur Motivation. Ein anderer Punkt, der auch in sozialen Medien manchmal so ein bisschen herumkreist, ist, da sage ich immer Vorsicht, Falle, das ist das positive Denken. Ich kann es auch kaum mehr hören. Also positives Denken und die positive Vorstellung von uns selbst, wenn wir den Veränderungsprozess durchlaufen haben. Also sprich, ich würde mir jetzt vorstellen, ich hätte jetzt die Idee, ich müsste einen anderen Körperbau haben und ich würde mir jetzt vorstellen, ich wäre schon da und fantasiere mich in diesen Zustand, wenn ich meine Gewohnheit verändert habe und erfolgreiche Sportlerin bin oder sowas, ja, und einen sportlichen Körper oder sonst was habe, was auch immer ich damit verbinde. Und diese positiven Vorstellungen kreist, wie gesagt, im Internet, dass das dazu führen sollte, dass wir dann auch schaffen, unsere Neujahrsvorsätze oder was auch immer, unsere Veränderungsprojekte umsetzen zu können. Die Forschung zeigt genau das Gegenteil. Die Forschung zeigt, dass das Fantasieren und die positiven Vorstellungen sogar kontraproduktiv sind. Das bedeutet, dass wir anscheinend dann von Veränderung träumen, aber die Anstrengungsbereitschaft dann nicht aufbringen, uns von dem Sofa zu erheben und das Projekt anzugehen. Ich finde es ganz interessant, wenn wir uns das mal so mit Instagram oder mit sozialen Medien vergleichen. Da praktizieren viele Menschen ja, leben ein Leben, was von außen betrachtet ganz toll wirkt. Ja, die fahren dann mit dem Van durch die Gegend oder leben irgendwo ihren Traum. Und tausende, Millionen von Menschen gucken sich ihrer Wohnung, kommen aber selber nicht in die Handlung, sondern sind eigentlich eher dabei, sich nur das anzuschauen. Also das nur anschauen oder vorstellen scheint nicht zu reichen. Und in dem Zusammenhang hat Gabriele Oettingen, das ist eine Professorin für Psychologie in Hamburg, in Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, dem Peter Gollwitzer, er ist ein Motivationspsychologe, eine sehr interessante Methode entwickelt, die sich WOOP nennt, also WOOP. Hier geht es jetzt vor allem um Veränderungsprozesse und was hilfreich ist, um Veränderungen oder Gewohnheiten zu verändern. Und WOOP ist ein Akronym. Das zeige ich euch jetzt nochmal auf dem Bildschirm.
Einen Moment. Haben wir die Gabriele Oettinger. Oettingen heißt die, nicht Oettinger. Entschuldigung, es ist ein Schreibfehler. Die heißt Oettingen. Und zwar das Akronym WUB, also Wish, Wunsch, was möchte ich erreichen? Dann ist das Ergebnis, wie wäre es, wenn ich es erreicht habe? Wie geht es mir dann? Das ist tatsächlich jetzt nochmal okay. Da können wir gerne fantasieren. Wie wäre es, wenn ich es erreicht habe? Und dann kommt aber jetzt dieser ganz wichtige Punkt, den sie mit ihrem Ehemann erarbeitet hat. Das ist hier der Peter Gollwitzer. Der hat ein Rubicon-Modell entwickelt. Da geht es um Durchführungsintention. Und da geht es ganz intensiv darum, Wenn-Dann-Relationen aufzubauen. Also wenn X auftaucht, werde ich mit Y reagieren. Wenn ich Alkohol angeboten bekomme, sage ich nein. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, fahre ich zum Sport. Und das wird hier in der WUB-Methode bei Obstacles angeschaut. Welche Hindernisse tauchen auf dem Weg der Veränderung auf? Und dann muss ich einen ganz genauen Plan haben. Wie kann ich dem Hindernis begegnen? Was ist mein Plan? Wenn ich den nicht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meine alten Gewohnheitsmuster zurückfalle, sehr groß. Das heißt also, die Beschäftigung mit den Hindernissen ist sehr zentral. Wenn ich das nicht tue, und dafür keinen Plan habe, ist es, wie gesagt, sehr wahrscheinlich, dass ich zurückfalle in alte Gewohnheitsmuster. Und jetzt nochmal, um so ein bisschen Druck aufzubauen. Man hat ungefähr 20 Sekunden Zeit. Also am Anfang von Veränderungsprozessen, ja, wenn es darum geht, mich zu entscheiden für Schokolade oder Tee, oder wenn es darum geht, mich zu entscheiden für auf dem Sofa liegen oder Sport machen, habe ich nur eine ganz kleine Zeitspanne, weil die Basalganglien sind so schnell. Ja, in diese blitzschnellen Verbindungen, Gewohnheitsmuster, die da ablaufen. Das heißt, ich habe ein kleines Zeitfenster, ich muss also vorbereitet sein, also sehr wach. Und das wäre jetzt in unserem Beispiel, dass ich dann vielleicht den Tee auch schon bereitgestellt habe, dass ich mich vorbereitet habe, dass ich die Sporttasche schon gepackt habe, vielleicht schon mit zur Arbeit genommen habe. Ja, also dass ich mir da so Hilfen gebe, damit ich dann auch blitzschnell unter Umständen reagieren kann. So, und ihr könnt, wenn ihr wollt, nochmal so in diese WUB-Methode reinschnuppern. Wollen wir das nochmal ausprobieren? Dann lehnt ihr euch nochmal so ein bisschen zurück. Das ist eher so ein bisschen meditativer. Da würde ich jetzt eher sagen, müsst ihr nicht schreiben. Wenn ihr schreiben wollt, könnt ihr schreiben. Aber es ist mehr so Reflexion, ja? Wir gehen einfach mal so einen WUB-Prozess einmal kurz durch. Das müsst ihr ungefähr 5000 Mal machen, damit das dann klappt. Okay, ja, dann versuch dich mal nach all dem Gehörten zunächst mal zurückzulehnen, vielleicht ein, zwei tiefere Atemzüge zu nehmen. Kannst du es vielleicht noch mal einblenden? Ja, das Wub. Ja, gerne. Ja, und dann atme noch mal durch, dreh dich dann einfach noch mal einen Moment lang loslassen. Dir erlauben, dich einen Moment in Ruhe zu lassen. Gerade wo dein Kopf vielleicht so aktiv war, du aufmerksam warst. Dir erlauben jetzt, nichts leisten zu müssen. Musst jetzt gar nichts tun, du darfst zuhören. Da möchte ich dich mal einladen, an die nächsten Wochen zu denken oder einen Zeitraum deiner Wahl und mal zu schauen, was ist da dein wichtigster Wunsch, dein wichtigstes Anliegen für diesen Zeitraum?
Was möchtest du anders machen? Was ist dein Anliegen für diesen Zeitraum? Und versuch, was Leichtes jetzt zu nehmen, nicht zu kompliziert. Also tauchen vielleicht mehrere Sachen auf. Kannst diese Übung auch noch mal machen. Die gibt es auch online. Die kann man noch mal machen mit mehr Zeit und Muße. Aber nimm jetzt vielleicht für heute Abend so eine kleine Sache, wo du sagst, ja, das ist machbar, das würde ich gern verändern. Das ist ein Wunsch. Und fasse den Wunsch mal in wenigen Worten zusammen. Was ist das genau für ein Wunsch? Was wünschst du dir von dir? Und dann noch mal ein bisschen weiter zu reflektieren, was wäre das Allerschönste, wenn du dir diesen Wunsch erfüllst? Wie würdest du dich fühlen? Wie würde es dir gehen? Was hätte das für Auswirkungen auf dein Umfeld? Versuch dir das ganz lebhaft vorzustellen, das so richtig auszumalen. Lass mal deinen Gedanken da freien Lauf. Diesen Wunsch erfüllt hättest, was für Auswirkungen hätte das? Wie würde es dir gehen? Vielleicht kannst du das auch ein bisschen fühlen. Oder genießen die Vorstellung, das wäre. Vielleicht hättest du Gefühle von Stolz oder Freude, Zufriedenheit, Verbundenheit. Und wenn du so in Verbundenheit bist mit diesem Wunsch, dann gebe ich dir mal die Frage, was hält dich davon ab, dir diesen Wunsch zu erfüllen? Was steht dir da im Weg? Welche Verhaltensweise, welche Gedanken, welches Gefühl hindert dich, auf diesem Veränderungsweg zu bleiben? Was ist dein zentrales inneres Hindernis, nicht äußeres Hindernis, sondern was ist dein zentrales inneres Hindernis? Was ist dein inneres Hindernis? Vielleicht ein Gedanke, ein Gefühl. Vielleicht gibst du dir nicht die Erlaubnis zu irgendwas. Und dann möchte ich dich einladen, mal zu schauen, wenn du so ein Hindernis gefunden hast in dieser Kürze der Zeit, wie könntest du dieses Hindernis, wie könntest du dem begegnen? Was würde dich unterstützen?
auf diesem Weg. Gibt es vielleicht was zu tun? Oder gibt es etwas, woran du dich erinnern möchtest? Möchtest du ganz konkret eine Handlung durchführen? Dann kannst du auch mal versuchen, so einen Wenn-Dann-Satz zu bilden. Wenn das Hindernis auftaucht, dann werde ich. Wenn das Hindernis auftaucht, dann werde ich. Dann möchte ich mich daran erinnern, dass das Versprechen möchte ich mir geben, so gut ich kann. Und ich weiß ja, wenn es schwierig wird, kann ich mir immer mitfühlend begegnen. Diese Option ist immer gegeben. Und dann kannst du dich von der Übung langsam lösen und nochmal durchatmen. Vielleicht nochmal eine Berührung praktizieren, um deinen Atem zu spüren, die Verbindung mit dir selbst, dem tiefen Wunsch, dass es dir gut gehen möge, dass allen Wesen gut gehen möge. So, seid ihr jetzt alle gewappnet für den Jahresanfang? Ich will nur Positives hören. Nein, also nur im Spaß, ne? Also macht euch da keinen Druck. Das Schwierigste ist, glaube ich, bei Gewohnheiten verändern, dass sich da von hinten immer so ein Leistungsmotiv anschleicht und dass man meint, man muss sich immer verbessern und Gewohnheiten verändern und so weiter. Das macht ja Sinn, wenn sie uns nicht dienen, sozusagen. Aber geht da freundlich und maßvoll mit euch um. Also wirklich auszuwählen, was möchte ich wirklich verändern, was liegt mir am Herzen, was macht Sinn, was ist auch mit meinem Wertesystem verbunden. Und da dann anzufangen in kleinen Schritten, das ist vielleicht ein ganz guter Weg.